Ja, es war einiges einfacher. Ich musste dann weiter, nicht mehr so weit hochspringen. Da konnte ich noch hochspringen, zuklappen, und stand ich da drauf. Oder kommst du da hin? Okay. Jetzt habe ich aber in der Luft ein bisschen gestoppt. Nee, ich bin schon gerannt. Gerannt gesprungen, habe ich in der Luft aber gestoppt nach vorne und dann wieder nach vorne gedrückt, damit ich nicht drüber hinausfliege. Okay. Aber jetzt, wie geht's denn jetzt weiter, ey? Ich weiß gar nicht, ob heutzutage, muss ich ehrlich sagen, ob dadurch, dass, wo wir gerade von Quake und so gequatscht haben, ich weiß gar nicht, ob heutzutage noch die Zeit ist für diese Fast-Paced-Shooter, diese schnellen. Weil, wenn man jetzt mal überlegt, wann ist das letzte schnelle Shooter-Game draußen gewesen? Das ist ja noch vor COD-Zeit und Battlefield-Zeit gewesen. Das letzte? Ja. Doom. Da geht's zum Doom? Online-Multiplayer, ja. Ja, gehört das auch zu den schnellen? Ja, es ist auch durchrennen und abballern die anderen. Okay. Aber ganz ehrlich gesagt, ich habe Multiplayer habe ich nur mal damals Aber in der Beta aber angespielt. davor war doch schon ewig nichts mehr, oder? Ja, davor war ewig nichts mehr, ist so, ja. Ja, das Coole ist ja, dass mit Doom haben sie ja diesen Level-Editor eigentlich. Du kannst ja bei Doom kannst du ja ganze Maps mit dem Editor, so mit Baumodulen zusammenbauen. Okay. In 3D und kannst auch Trigger aktivieren, reintun, wo irgendwelche Monster rein teleportiert werden, wenn du da hingehst und so weiter. Das ist eigentlich eine coole Idee. Aber ja, Aber ich sag mal, ich ich habe glaube, die Story nur gespielt, also das ist ich nicht. muss aber ehrlich sagen, wenn die jetzt, ich finde das ein bisschen kurios, dass jetzt die Leute, die ich sag mal, älter sind, so unser Alter, die ältere Generation oder Mitte 30, wie auch immer, die ja früher im Endeffekt Unreal Tournament oder Unreal 2 gespielt haben und solche Geschichten, die dann heute tatsächlich dann noch das neue Quake oder so zocken. Also ich glaube, heute müsste ich ja mit Brille zocken. Was heißt, müsst du mit? Mit Brille spielen oder so. Ich weiß gar nicht, ob ich tatsächlich nur so schnell reagieren würde wie früher. Also ich glaube So, eher ja nicht. gut, okay. Also ich sagte, ich habe jetzt du mir hab die Story durchgespielt und Let's Play gemacht. Das war noch cool, aber jetzt habe ich eigentlich das Spiel gesehen wieder. Das reicht mir eigentlich. Glaube, irgendwann ist man aus dem Alter raus von den ganzen, Ja, sag schon mal, so, es war. schnellen Spielen und sowas. Ja, das ist schon so. Also, das ist so wie, vielleicht ein ganz gutes Beispiel, das habe ich hab vorhin in der letzten Folge bei Zelda erwähnt. Gut, das ist schon lange her, wenn dieses Video kommt, als ich das erwähnt habe. dass ich damals früher jedes Zelda gespielt habe. Das letzte wirklich Zelda, das ich durchgespielt habe, war Ocarina of Time auf Nintendo 64 damals gewesen. Und danach kam ja dann Majora's Mask und da war ja schon von Anfang an die Rede, ja. Zeit begrenzt, du hast nur so und so viele Tage Zeit, um das Spiel durchzuspielen und nachher wird es resettet. Weil das sind nicht die Storyline irgendwie ist oder sowas. Anscheinend ist es gar nicht so prekär, aber ich habe damals nur das gelesen und denke so, was, Zeitdruck, Scheiße, nee, kein Bock drauf. Ja. Ja, und Twilight Princess kam dann halt zu einer Zeit, wo ich da überhaupt keine Zeit hatte für solche Spiele und da habe ich das auch dann ausgelassen. Und jetzt beim neuen, auf der Switch, ah, schon, genau, hast du es geschafft. Das ist bei mir genauso bei Final Fantasy gewesen. Ich habe damals, also bis X2 kam, also Final Fantasy X2, alles gespielt, was Final Fantasy war. Also Anfang jegliches gut Spiel, geschafft, ey. aber irgendwann habe ich dann einfach keinen Bock mehr darauf gehabt. Also Final Fantasy 11 zum Beispiel habe ich nicht gespielt, 12 nicht gespielt, 13, 14, das Online-Game habe ich noch gezockt. Eine Zeit. Aber irgendwie ist die Lust daran vergangen und das ist wirklich so. Also du hast wirklich manchmal Spiele oder auch Genres von Spielen, wo du einfach irgendwann keinen Bock mehr drauf hast. Da braucht er direkt die Leiter hin. Aber wie gerne würde ich zum Beispiel mal wieder, jetzt mal abgesehen, dass Dawn of War 3 draußen ist, aber wie gerne würde ich sowas wie Schlacht um Mittelerde, so eine Art Spiel, also so wie das aufgebaut ist mit Ja, den, ich habe es halt zum wie. Beispiel ganz stark gefunden, dass sie das neue Command & Conquer auch dann eingestampft haben. Das hat so cool ausgesehen. Ja. Habe mich Also so das sind so gefreut Sachen, drauf. das wäre so cool, wenn sowas wie Schlacht um Mittelerde mal wieder gemacht wird, oder wie C&C zum Beispiel. Das ist so, das Genre an sich, das ist nicht tot, Strategiespiel natürlich nicht, aber man sieht halt auch,
Man sieht halt, es kommt ganz wenig da drin in diesem Genre raus. Also wenn da was rauskommt, sind die meistens entweder total kacke oder halt total billig produziert. Und das sieht man auch teilweise. Wie gesagt, jetzt mal Dawn of War 3 rausgenommen. Das ist jetzt natürlich wieder ein größerer Titel mal gewesen in dem Genre. Oder Total War-Reihe, jetzt ist auch etwas größer. Da kommt jetzt tatsächlich Total War Warhammer 2, haben sie ja auch angekündigt. Da bin ich auf jeden Fall gespannt. Sollen sogar dieses Jahr noch rauskommen, bin ich mal gespannt drauf. Ob das wirklich dieses Jahr kommt. Ansonsten gibt's nichts mehr in dem Genre. Das zieht sich leider durch fast alle Genres durch. Jetzt mal, wenn man jetzt mal willigt, Wirtschaftssimulationen zum Beispiel, genau dasselbe. Früher gab es so viele richtig gute Simulationsspiele. Ob's Schu oder Schu Shooter, gut, Shooter kommen jetzt wieder ein paar. Mit Prey ist jetzt auch wieder ein eigentlich guter Shooter rausgekommen. Aber alle Genres zieht sich das irgendwo durch, dass irgendwo immer so, ja, ich sag jetzt mal so ein, wie so ein Luftloch ist, kann man so sagen. Okay. Ja, ist, finde ich jetzt. Also, es kommen, wenn man jetzt mal so überlegt, es kommen ja pro Jahr, ich sag jetzt mal doof, 20 AAA, also richtig gute, gehypte Spiele raus, sag ich jetzt mal. Und der Rest, der ist so, ich sag mal, unterm Teppich gekehrt. Also, da sind manchmal Spiele bei, die richtig gut sind, klar, das steht außer Frage. Aber zum größten Teil sind das Spiele, die kannst du auch gepflegt irgendwo in die Tonne treten, so ungefähr. Ja gut, ich weiß, du meinst. Hat schon was, ja. Definitiv. Also, früher hast du dich ja wirklich auf Spiele auch gefreut, teilweise. Und heute denkst du dir, vor allen Dingen durch den Spiele-Dschungel, den ja, wenn man echt mal durch Steam-Shop geht oder sowas, da sind so viele Spiele drin. Da kannst du dann, ich sag jetzt mal, du suchst jetzt ein Genre aus dem Genre, ich sehe ganz blöd, Jump-Run-Spiele. So, da sind dann alleine im Steam-Shop, ich sag mal, bestimmt 100 Seiten nur Jump-Run-Spiele. Bis du da mal dann ein Spiel gefunden hast, was du wirklich haben willst oder ne, worauf du dich dann freuen kannst oder sonst irgendwas, da suchst du erstmal ewig, deswegen machen das auch wahrscheinlich viele gar nicht. Wo müssen Da wir denn darfst du hin? auf die Fenster springen, aufs Ach, Glas. da ist Glas, mein, habe ich gar nicht Ja, gesehen. ja. Na schön. Vorhin das erste Mal erwischt und das zweite verfehlt. Ja, wie gesagt, Nein. mal gucken, ob irgendwann mal die Spieleentwickler mal ein bisschen umdenken und dann vielleicht mal wieder auch vernünftige Spiele machen. Das ist so wie, hast du auch jeden CNC-Teil gespielt? TNT? C und C. Ach, C&C, Command ja. Conquer. Wie fandest du den letzten Teil? Ganz ehrlich. Der letzte von der Tiberium-Reihe, meinst du, ne? Ja. Eigentlich Kacke. Ganz ehrlich, er war zwar anders, aber ich fand ihn eigentlich noch cool. Für einen Multiplayer hat extrem viel Spaß gemacht. Multiplayer nehme ich immer raus bei C&C. Multiplayer hat eigentlich fast jeder Teil Spaß gemacht. Ja. Aber ich muss sagen, es war halt mit diesen mobilen Basen mal was anderes. Aber es hätte auch schlimmer sein können, von dem her gesehen. Also es war, was ich halt ein bisschen schade fand bei C&C bei dem letzten Teil, dadurch, dass der Tiberium-Konflikt eigentlich relativ cool war, habe ich mir eigentlich ein bisschen mehr davon erhofft, von dem letzten Teil. Aber ja gut, ich sag mal, das ist jedem, ich sag mal, das Spiel an sich war nicht scheiße, natürlich nicht. Also C&C sah eigentlich bis auf Renegade, fand ich eigentlich jeden nicht unbedingt scheiße. Ein paar waren gut, ein paar waren schlechter, Also, natürlich. Renegade hast du da durchgespielt. Das habe ich Echt? vor allem den Soundtrack auch cool gefunden, weil es original Soundtrack war. Also ich sag mal, manche Ja. Teile von C&C waren halt gut, manche waren nicht so gut, das ist klar. Ich bin zum Beispiel absoluter Fan von der Alarmstufe Rot-Reihe gewesen. Die habe ich super gerne gespielt. Ja, die waren immer cool. Ich habe auch Manche haben Generals, habe den ich auch gerne gespielt. Genau, manche sind halt eher Generals-Fans. Generals war bei mir halt eher so Netzwerkspiele. Dafür war es richtig cool. Ansonsten, gerade in Tiberium, wie gesagt, manche mögen dann Tiberium-Konflikt mehr. Ist halt immer Geschmackssache. War für jeden was dabei, da Ja, war das cool an der Reihe. die Bären fand ich auch immer cool mit dem Sammler und so, mit diesen Ja. Ameisensammler.
Obwohl sie meistens schon dumm Mit dem waren, aber Kane. ja. Das war sowieso, die haben das ja richtig geil gemacht, ne? Du hast einen Bösewicht gehabt, immer eigentlich einen guten, einen Bösewicht. Bei Ja, gut, bei Alarm Stalin Stufe oder Rot 3 Kane hast du, oder bei Alarm Stufe Rot 3 hast du eigentlich ja, ein Dreier die. gespannt gehabt. Ja, genau, hast Japaner ja auch noch gehabt. Ja, da hast du ja die, genau, die Chinesen noch gehabt, ja. Land der aufgehenden Sonne. Ja, genau, aber ich wusste genau, was angelehnt war. Ja. Da hast du ja die Russen, die Chinesen und die Amis gehabt. Das ist das ja. Alarm Stufe Rot war halt mit dem Juri und mit Russland und so und dann nachher auch mit den Chinesen, Asiaten, sagen, nimm mal die Asiaten. Kein Tipp. Und Ah, ja, genau. Ich sagen, renn da nicht bei der zweiten Scheibe. dann Tiberium-Konflikt halt mit dem Kane. Das haben sie halt cool gemacht Nein! mit diesen Bösewichten und so. Und das war ja auch das war ja das erste Spiel, was Filmsequenzen hatte. Tatsächlich. Beim ersten, ja. Ich weiß damals, ich war noch in der Oberstufe. Dann nu? Und Ach da. ging ich zum Schulkollegen. Und da hatte damals der erste Teil von Command & Conquer. Fand der so geil damals. Habe ich gleich zu meinem Vater zuerst gesagt, ich will dieses Spiel haben. Sind wir in den nächstbesten Online-Händler, Elektrohändler gegangen, haben das Spiel gekauft. Aber das Spiel ist dann auf meinem Rechner nicht gelaufen, weil ich hatte damals nur einen 365er, der auf dem Pentium. So wird's auch verarscht. Okay, da gedacht in dieser auf dem Pentium Wie kommst du hier hoch? upgraded war und mit Ach. 33 MHz, und das Spiel brauchte mindestens 60, das wirklich vernünftig lief von der Geschwindigkeit her. Ja, dann durfte ich mit meinem Vater auf seinem Rechner spielen. Wie hey, geht's da hoch? Genau Also dasselbe war bei mir auch früher. Also ich musste das auch. Dann bei meinen Eltern oder bei meinem Vater dann am Rechner spielen. Aber dann wo hört er denn auf? Ah, da. Okay. ich glaube, man müsste rechts an die Lampen irgendwie. Glaube auch. Weil ich sehe, habe ich nicht so viel, dass du hier rüberkommst. Weil ich bin ja tiefer als vorher. Aber Generals, wie gesagt, das war so Nee, das geht mit nicht die so. Stunde 0 und so, das war so auch mit Mods teilweise nachher. So das Spiel, was wir am meisten in Netzwerk gezockt haben. Und damals tatsächlich, wenn ihr das was sagt, Total Annihilation. Auch so ein Strategie-Game mit Robotern. Ja, das haben Da wir. gibt's ja jetzt dieses Nachfolger war eigentlich Supreme Commander und dieses Planetary Annihilation gibt's ja auch. Ja, genau. Das ist eigentlich der Nachfolger davon. Kennst du noch Mal nicht dran. KKND? Ja. Das war auch so cool, so riesen Tier Kill? mutierten Ne, warte mal, wie Monster. hieß das? Wie hieß das denn mal Crush, ausgesprochen? Kill and Kill? Destroy. Genau, Crush, Kill and Destroy, genau. Genau. Das war auch so ein Ja. cooles Spiel. Das Also, es war halt so die war nur Augenhaus auch. das war nur die Echtzeitstrategiezeit, wo die ganzen Games rauskamen. Ja. Da kam auch noch, ach, da kamen so viele Spiele raus, ey. Lauf mal, ich muss schauen, wie viele Blöcke verschwinden. Vier Blöcke verschwinden. Ne, fünf. Das Ja, fünf schaffst du schaffst du nie. nicht. Aber du musst ja irgendwie an die Lampe kommen. Und bis jetzt habe ich es nicht geschafft. Das soll machbar sein. Es blinkt nicht sofort weg, die Zwei, Wand, habe ich drei, gesehen. vier. Dann müsste machbar sein. Vierersprung. Man muss halt nur wirklich. Weil sie blinkt nicht sofort weg, man muss irgendwie schaffen da. Kennst du noch das Strategiespiel mit den Asteroiden? K240? Nee, das sagt mir gar nichts. Echt nicht? Der Nachfolger hieß irgendwann Fragile Allegiance oder so. Da musst du auf dem Asteroiden bauen. Gebäude und so und halt mit Raketen und sowas ballern. Und mit Raumschiffe kannst du dann bauen Ach, du und warst solche total Geschichten. Innovation. Nee, nee. Jetzt heißt es. Das hieß ganz früher, ganz am Anfang K240, das Spiel. Hallo? Ernsthaft? Ja, ich Ja, bin gut, das ist gerannt nicht. und drüber gesprungen. Ganz früher ist es tatsächlich K240, das Spiel. Also, wem es was sagt, kann ja mal in die Kommentare schreiben. Und jetzt heißt es Fragile Allegiance, heißt das.
Ich kenne nur Jack and Alliance. Und das ist Ja, ein geht doch. Spiel, wie gesagt, das hat. Da musstest du auf dem Asteroiden bauen. Das war eine relativ coole Grafik. Und du musstest dann halt Raumschiffe konntest du bauen. Du konntest Raketen, Silos bauen, verschiedene Arten von Raketen. Und solche Geschichten. Also relativ cool. Oh Mann. Da würde ich mich auch freuen, wenn es da mal ein Remake oder ein Reboot geben würde oder so. Okay. Mir fällt gerade ein, ich hätte immer noch zwei Kampagnen von StarCraft zu spielen, wo ich damals gekauft habe, schon im Voraus, aber es seitdem nie gespielt habe. Ist ja Scheiße! kaum hochgekommen, ey. Scheiße! StarCraft, ja, StarCraft muss ich tatsächlich sagen, habe ich nur den ersten Teil gespielt. Ich wollte immer schon den zweiten eigentlich spielen, aber. Also die Story ist schon echt cool, muss man sagen. Also, und auch mit dem Add-on, also ist echt cool gemacht. Also ich fand es immer sehr cool, StarCraft. Wir haben Teil 1 früher, damals, früher Nein, ich hab natürlich eigentlich nur im den. Netzwerk gezockt. Ich habe da nicht geschafft, ich glaube es nicht. Ja, ich habe auch den Slime-Block-Sprung habe ich nicht das Loch nicht erwischt. Ah. Ja, also wie gesagt, ich habe früher sehr gerne Strategiespiele gespielt. Was das Einzige war, ist auch Age of Empire 2. Hey, stundenlang im Netzwerk. Habe immer Ja. zwei Kollegen, haben immer gegen mich alleine gespielt. Ich war mit ich habe immer die, wie ist die Fraktion jetzt mit die hatten so Kriegselefanten. Ja, ich weiß, welche du meinst, ja. Kriegselefanten und Trebuchets hatten die. Riesen Katapulten. Und mit denen habe ich immer die beiden Kollegen weggenutzt. Sie haben zwei, also ich hatte eigentlich doppelt so viele Einheiten wie ich, aber hatte keine Chance. Weil wir haben Ey, leck meistens in mich doch Maps am Arsch. gespielt mit extrem viel Ressourcen, wo du keine Ressourcenprobleme hattest. Und sie haben wie extrem viele Heere, die man gebaut. Und ich habe nur die Elefanten gehabt, die die ganzen Heere auseinandergenommen haben. Und da habe ich mich immer mit Festungen nach vorne gebaut. Die Festung war natürlich das Ding, die hat natürlich erstmal Pfeile als Verteidigung. Und zweitens konnte ich aus dem Festung hinaus gleich wieder weitere Elefanten bauen und gleich noch zusätzlich Trebuchets, um deren Verteidigung abzureißen. Und da Okay. kam sich durch, sie mussten dann eigentlich die Katapulte zerstören, die aber hinter den Burgen standen. Und wenn sie dann versucht, an den Burgen vorbeizuhören, haben die Elefanten alles platt gemacht. Ja, Age of Empires 2 war sowieso eins der Da kam ja mit einer der letztens noch besten ein Add-on Spiele. raus, ein neues, ne? Gekriegt? Ja, für HD. Ja, aber trotzdem ein neues Add-on. Ja. Wenn du denkst, nach so vielen Jahren, dass Microsoft doch noch dieses Spiel supportet, ist ja wirklich das Hammer. Mich wundert Ja, sowieso, dann. dass sie da nie, also da nie einen neuen Teil von gemacht haben. Also jetzt Age of Empires in 3 kam ja raus. ja, 3, aber ich meine jetzt so in der Zeit, jetzt. Ach so, okay. Oder Age of Empires, Empire Earth zum Beispiel. Oh, Ja, weil Empire Earth, ja. jetzt wäre natürlich so der Zeitpunkt, wo man sagen könnte, so, jetzt hauen wir mal einen raus, weißt du? Jetzt kommt Age of Empires 4 oder so, oder Empire Earth 4, weil es gab ja, glaube ich, auch da, ja, gab auch drei Teile Empire Earth. Das wäre natürlich eine Ankündigung, wenn die das machen würden. Boah, wieso So kommt auf eigentlich. dem heutigen Standard gehoben, so von der Grafik so ein bisschen her und vom Gameplay her im Prinzip so wie das alte. Nur halt vielleicht ein oder zwei Epochen mehr oder so, dass du halt mehr Einheiten hast, Ja, verschiedene. ich habe letztes Mal Empire Earth mal suchen wollen, das findest du nirgends mehr. Naja, war auch ein Auch. richtig cooles Game. Das war extrem viele Epochen, wo da dich Ja. durch eiern konntest bis zum Atomkrieg. Wobei, Ja, da wir hast du haben auch richtig meistens viele dann immer. Einheiten gehabt bei dem Spiel. Naja, wir haben meistens, wenn wir Multiplayer gespielt haben, meistens nur bis kurz vor dem Atomzeitalter gespielt, weil nachher hast du nur mit Atombomben gebombt, das war nicht mehr herrlich da. Was? War lustig. Erstmal Kumpel Ja, da zerbomben. sind nur noch Atombomben geflogen dann. Ja, aber gut, konnte sich ja gegen schützen, ne? Ah oh Mann, das ist extrem schwierig. Der ist schwierig, ja. Der ist wirklich, also da musst du, glaube ich, echt extrem genau treffen. Ja. Also muss schon so klappen, anders sehe ich gar keine Lösung. Aber das war so, das muss ich auch sagen, das war so die, wenn das kommen würde, ey, das wäre super geil. Wenn Microsoft sich echt mal da mal erbarmen würde, einen neuen Age of Empires Teil, ich glaube, dann geht's rund. Ja, das ist so wie Valve endlich mal einen neuen Portal-Teil bringen könnte.
Ja, ehrlich. Das ist so wie Half-Life, das ist auch so ein Ding. Weißt du, wie viele Leute Weißt du, Half-Life gibt 3 ja jetzt kaufen einige würden? Firmen, die haben es ja im Prinzip vorgemacht. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sehe, Spellforce 3 kommt raus. Spellforce war eigentlich ein totgesagtes Projekt früher. Irgendwann. Na, der zweite Teil wäre ja dann nicht so geil. Ich habe es zwar auch durchgezockt, aber Ich hatte nur den ersten.